Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge Sim Airport. Ja, einiges hat sich geändert. Wir sind leider gefeuert worden bei unserem ersten Flughafenbau. Wir wurden gefeuert, weil wir pleite gegangen sind. Ein anderer Bauingenieur hat dann den Bau fortgesetzt und ich habe mir einen neuen Job suchen müssen. Ich habe einen neuen Job gefunden. Dieses Mal geht es um eine Flughafenerweiterung. Das heißt, es besteht bereits ein Flughafen und ich bekomme nun die Aufgabe, den Flughafen immer weiter auszubauen, die Kapazität zu erhöhen. Das natürlich im laufenden Betrieb. Dafür stellt mir der Flughafenbetreiber 900 Millionen Dollar zur Verfügung. Ich bin sehr gespannt, ob ich auch diese Baustelle in den Ruin treiben kann. Ich habe schon einige Pläne, wie wir das Ganze gestalten können, vor allem dann auch sozusagen den Umbau am Hauptgebäude gestalten können. Während dem laufenden Betrieb, das ist mir, oder besser gesagt, das ist dann auch dem Flughafenbetreiber ganz wichtig. Wir starten jetzt aber in diese neue Folge. Letzte Woche ist es im Airport ausgefallen, weil ich da immer noch auf Jobsuche war. Jetzt habe ich aber einen neuen Job gefunden. Und wir starten jetzt einfach mal. So, als allererstes müssen wir erstmal ein paar Bauarbeiter einstellen. Wir haben ja das Budget. Ich hätte jetzt einfach mal. Ach ne, zwei haben wir. Dann stellen wir 23 ein. Okay, ich habe es falsch verstanden. So, ich wollte 25. Achso. Meine erste Idee ist es, hier dem Flughafen ein zweites Gate zu verpassen. Aha, interessant. Was bist du für ein Gate? Du bist small. Außen. So, du bist jetzt genau das gleiche, gell? Wir setzen dich jetzt einfach mal hier hin. So, denn um den Flughafen auszubauen, brauchen wir natürlich auch ein bisschen Kapazität am Flughafen, weil klar, das Geld ist ja nicht unendlich. Das ist natürlich klar. Das Ding hieß Gate Shelter. So. Ich sollte nicht so lange immer in Urlaub gehen. Oder besser gesagt, mir einen neuen Job suchen. Weil das ist nicht gut. Sonst habe ich wieder alles vergessen. So. Hier steht schon einer. Mehr wird benötigt. Das ist absolut kein Problem. Das zu dem hier zugeordnet und wir können jetzt erstmal schauen, dass wir hier Flugzeuge hier reinkriegen. Davor müssen wir noch schnell hier die Landebahn und die Platzierung. Ach ja, so geht. Na dann. Kriegst du noch die. Was. Ist die Papi? Ja, genau. Papi-Befeuerung. ILS brauchst du mal noch nicht. Genau, wenn es abgeschlossen ist, sehr gut. Dann können wir nämlich auch Nachtflüge annehmen. Das sieht hier interessant aus. Ach ja, stimmt. Ich brauche ja. Oh shit. Ich brauche ja.
Terminal. Ich brauche ein blödes Terminal. Eigentlich ein Terminal im Tower, meine ich, mein Gott. Okay, das wird jetzt interessant. Ich habe zu viele Flüge angenommen. Oh nein! Ja. Ja, so. Dann nehme ich einfach noch zwei hier am Abend an. Den und den. So, halt. So, so natürlich. So, dann müssen wir erstmal, ach Quatsch, in die Forschung investieren. Da müssen wir investieren, da müssen wir investieren. Überall rein investieren, selbstverständlich. Und wir brauchen Büros. Büros braucht das Land. So. Eigentlich reichen doch. Eigentlich reicht doch auch ein 2x2. Das heißt so, ja, du kriegst jetzt halt ein größeres. Das ist Büro. So, ihr bekommt alle eine Türe. Dann bekommt ihr einen Tisch. So, so, so. Und einen Stuhl. Stuhl schreibt man mit H. So, so, so. Sehr gut. Huch! Was ist das denn? Oha, krass, ich kann den... Ah ja! Die Tagesschicht ist von 0 Uhr bis 23 Uhr da. Alles klar. Nee, kommt mal um 5. Hä? Nee, brauchen wir aber. Ist jetzt alles mal unwichtig. Du musst einen Kontrollturm bauen und mehr als den... Ja, bla bla bla. Ich muss ja jetzt hier erstmal dafür sorgen... Ah, dass dieser behinderte Abfall... ...mal wegkommt. Und er eine extra Straße bekommt. Die Frage, ob das falsch passiert ist, weiß ich nicht. Anreise, Abreise, Hup, Gepäckausgabe. Ja, perfekt. Und zwar, wir können. Hier, Forschung, zeigst du mir doch sogar unten an. Wir müssen... Oh, da kommt schon eins. Ist aber pünktlich. Ah, hier sind ja auch schon Fluggäste. Ja, Mensch. Ah, hier. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ein Patzer. Wir brauchen auch hier... Hier von denen hier ganz viele. So. Easy breezy.
Wo könnte ich denn jetzt doch mal so einen CEO einstellen? Ach, hier. Erfordert Forschung, Betrieb. Ah, alles klar. Weiße Verkaufsberatung, Fluglinien zu. Okay. Alles klar. Easy. So, mein Plan ist jetzt, ja, ich bin ja hier der Bauherr. Mein Plan ist es im Grunde, diesen Bereich laufen zu lassen. Ich würde tatsächlich dann noch sagen, dass ich hier das Gebäude kappe, dass die Gepäckausgabe irgendwo anders hinwandert. Von mir aus auch ein Stockwerk nach oben. Oder dass mir hier die WCs einkürzen oder so, oder hier hin, ich weiß noch nicht. Aber, dass ich dann sozusagen hier unten hauptsächlich dann den neuen modernen Flughafen hinbaue. Hier sollen zwei Landebahnen hinkommen und dass wir das dann alles auch schon so mit, am besten mit 4-5 Gates aufbauen. Am liebsten auch, nicht wundern, mein Mausrad ist kaputt, auch gerne mit größeren und auch mal mit Außengates, das würde mich sehr interessieren. Genau, das ist so mal mein Plan. Das heißt, die hier demontieren wir erstmal. Wir machen hierzu und hierzu. Und reißen das hier ab. Und die Gepäckausgabe ist jetzt hier. Sehr gut. Oh, da fehlt Zaun, da fehlt Zaun, 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 Zaun. Macht mir hier das da bitte zu. Sehr gut. Ja, ihr müsst es euch hier mal genügen, ja? Mit dem, was ihr hier habt. Die Forschung ist auch gleich durch. Genau. Ich würde jetzt einfach mal blöderweise, wie können wir das Gebiet vergrößern? Ermöglicht die Einstellung eines Vorarbeiters, ermöglicht einen COO. Rolltreppenwartung, Einwegpfad, Einbahnrollwege, Kreuzungen für Städte. Oh, das ist natürlich auch interessant. Grundstückserweiterung, hier müssen wir hin. Wir brauchen Betrieb. Von einem Vorarbeiter. Wo finde ich den? Hier Vorarbeiter. Von baubezogenen Upgrades und Fähigkeiten, wie zum Beispiel sich kreuzende Nummer. Oh, einstellen hier auf jeden Fall. Hat der jetzt hier ein Büro gekriegt? Ah ja, okay. Ah ja, ja gut, das passt ja. Ja, der Preis geht natürlich wieder hoch, ist ja ganz klar. Betankungsdienst, Dauerauftrag. Ah ja, okay. So, jetzt ist wieder Nacht. In der Nacht könnten wir uns jetzt prinzipiell... Können wir uns prinzipiell jetzt darum kümmern, mal hier. Nein, ist ja falsch. Fundament.
Das ist eigentlich auch nicht das, was ich möchte. Oh, jetzt bin ich angegangen. Natürlich hier hin. Ja genau, Betrieb. Betrieb muss fertig erforscht sein. Genau, in der Zwischenzeit fange ich jetzt einfach mal an mit dem Fundament. Mindestgröße 5x5. Oh oh. Oh oh. Kleine Handwerkchen doch große Arbeit geleistet. Es wurden leider ein paar Flügel gecancelt in der Zwischenzeit, weil ich ja auch den Zaun hier eingerissen habe. Das habe ich jetzt nicht so ganz bedacht, leider. So, CFO. Hier kommt doch dann auch gleich. Oh, CEO ist eine Frau. Hier ist auch eine Frau. Schön. Ja, wir haben den Grundstein geschaffen für unseren Flughafenanbau. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, schaltet da wieder ein. Bis dann. Ciao.